Ich verbessere 24 Stunden lang den Account eines Abonnenten. Das ist sein Team und was wir daraus machen werden, werdet ihr jetzt sehen. Es wird knackig. Ich habe mir einiges einfallen lassen und damit ein herzliches Willkommen, Freunde, und zurück auf meinen Kanal. Freut mich, dass ihr am Start seid. Leute, wir haben heute ein cooles Video. Heute verbessern wir auch mal einen Account eines Abonnenten. Falls ihr das auch mal machen wollt, dass ich euren Account verbessere, ich werde mir da immer richtig viel Mühe geben, dann schreibt euren Instagram-Namen in die Kommentare. Besser gesagt, folgt mir einfach auf Insta und schreibt mich einfach dort an. Dann werde ich random irgendwann, wenn ich das Video aufnehme, einen anhauen, wo ich die DM halt eben sehe und denke ich mir, ja, okay, komm, das ist der nächste, okay? Und ansonsten lasst ein Abo da, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Fast jeden Tag kommen Videos, alles drum und dran. Ich küsse eure Herzen. Daumen da lassen, wenn es euch gefällt. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, ich würde sagen, bei 4000 Likes kommt die nächste Folge. Und das ist das Team. Wir haben hier einen Cousin, der heißt Josip und er hat wirklich im Verein einfach bis jetzt fast gar nichts. Das ist sein Starter-Team und dann gucken wir mal im Verein, damit ihr seht, was hier alles so rumlümmelt. Groß hat er noch als SBC-Futter und sonst halt wirklich einfach nichts Brauchbares, außer vielleicht Schlotti. Den kann man sich vielleicht snacken. Wir werden das aber gleich richtig schön zaubern und ich kann euch eine Sache schon mal sagen. Pass auf, ihr geht auf Ziele und das habe ich schon zweieinhalb Stunden rumgegrindet, während Bundesliga lief. Und zwar gehen wir auf Meilenstein. Und was habe ich dem Bre erspielt? Abschluss, Meisterung, 100 Tore habe ich geschossen. Er hatte davor irgendwie so 20 oder 30 Tore geschossen und 250 Tore erfüllt in Squad Battles auf Amateur, also auf Anfänger sogar, auf der leichtesten Stufe, die es gibt. Da hast du einfach 30 Tore pro Spiel geschossen, musst das Gefühl, 9 Spiele spielen und dann hast du das Ding durch. Und damit bekommen wir ein 100k-Pack. Und was wir alles vorhaben, Leute, das werdet ihr gleich sehen. Wir werden zaubern. Wir sind Magier. Und jetzt seht ihr auf der Uhr, der Mann hat 100 FIFA-Points. Und ich dachte mir, na gut, machen wir Gönjamin-Basis, wir laden auf jeden Fall meinen Huni auf. Wenn es nicht reicht, wenn ich nicht zufrieden bin, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber mal gucken, 100 Euro PSN-Karten laden wir gleich einmal hier auf. Dann haben wir 12.100 FIFA-Points oder EA Sports FC-Points. Das ist schon mal gut, kann man mitarbeiten. Und wir haben geile Sachen vor. Und er hat mir erzählt, 4.600 Points hatte der am Anfang auf der Uhr und hat dann damit ein paar Drafts gespielt. Und hat damit auch zum Beispiel sein erstes Päckchen geöffnet. Auf der Transferliste ist gefühlt auch nichts. Das ist eine Herkulesaufgabe. Wir machen das Beste drauf. Let's go. Wir holen jetzt die Päckchen. Lol, er hat nicht mal EA Play. Das heißt, man bekommt keinen Rabatt, keine 10 Euro Rabatt, aber trotzdem 100 Euro reichen, aufladen und yalla billa. Wir haben 12.000 Points. Das ist kurz vor 19 Uhr. Das heißt, wir haben noch die Promo-Packs vom vorherigen Tag. Und gleich um 19 Uhr kommen noch die nächsten Promo-Packs. Wir werden also ganz, ganz viele Promo-Packs öffnen. Danach noch das 100k-Pack, das 55k-Pack, was ich mir erspielt habe. Und dann geht es immer weiter. Wir machen Meta dann gleich. Hier sehen wir das Ganze. 175k-Pack, bevor das Spiel offiziell rausgekommen ist. EA Sports hat damit wirklich jeden Vogel abgeschossen. Wir gehen aber rein, bekommen Walkout Deutschland, Stürmer. Und es wird eine... Hey, warte mal, die ist gar nicht schlecht, glaube ich, vom Rating. Ja, das ist doch die... Genau, das ist die Frau Pop. Frau Pop, willkommen! Wahrscheinlich ist dein erster Walkie-Talkie. Aber SBC-Futter? Oder vielleicht kostet die sogar was? Müssen wir gleich gucken. Oh, Digga. Okay. Ah, was ist das für ein Scam-Pack? Ich freue mich so. Bam, Icon, bam. Freue mich wieder. Und dann De Jong, habe ich mich auch gefreut. Was kostet eigentlich so ein... Ja, De Jong hätte geschmeckt. Lukaku, ganz, ganz viel Rating. Draft-Token, auch ganz geil. Arnold können wir austauschen. Nehmen wir mit ein paar Coins. Ja, das war's komplett. Die ist tatsächlich eigentlich SBC-Futter, oder? Dann gehen wir weiter. Nächstes Promo-Pack. Das gibt's einmal. Okay, ich glaube, es ist wieder ein Walkout. Spanien, Innenverteidigung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine Frau. Ich glaube, wir ziehen hier Back-to-Back-Walkout-Dame. 89er-Rating, Mapi Leon. Okay, Walkout-technisch sind wir schon mal gut dabei. Zwei Packs, zwei Walkouts. Josip, willkommen! Okay, die spielt auch Golf. Und dahinter haben wir eigentlich nichts Gutes. Nee. Mitnehmen, Freunde. Ladies and Gentlemen. 45k-Packs, 45k-Packs, 45k-Packs. Locatelli, buongiorno. Locatelli, wir haben Moreno. Der bringt ein paar Düsen mit. Alles mitnehmen, Chat. Weiter geht's. Nächstes Päckchen. Belgien, Stürmer, es ist Lacaca. Es ist 84er-Rating Lacaca. Und sonst leider nichts Teures. Das ist schade. Kostet Lukaku irgendwas? Ja, komm, 1-2. Komm schon. Jetzt haben wir das dritte Pack. Kein Walkout, aber Portugal. ZDM, das könnte... Ja, keine Ahnung, das ist Neves. Das ist Ruben Neves Leimer. Okay, wir werden mal alles versuchen zu verkaufen, zu veräußern. Und dann bewegen wir uns Step by Step nach vorne. Leimer könnte ein bisschen was gehen, gell? Das ist wirklich nicht so schlecht. Ich gucke bei Footbin. Leimer bringt uns 12.000 Coins. Das ist schon mal gut. Damit hat sich diese Runde für uns gelohnt.
12.000 mitnehmen. Und den habe ich halt original in jedem Pack gehabt, jeden einzelnen. Wir hatten davor 30.000 Münzen auf der Uhr, jetzt sind wir schon mal bei 61.000. Das ist schon mal ein guter Start. Aber jetzt festhalten. Erstmal holen wir uns unsere Bonis ab beim Meister der Vorlagen. Premium Gold Spieler Pack. Wichtig und richtig. Dann haben wir noch ein zweites. 200 Vorlagen. Nee, was waren das? Okay, da war leider nur ein Päckchen dabei. Das hat er schon abgeholt. Wichtig. Und jetzt Abschluss. 100 Tore bekommen wir seltenes Megapack, 55k Pack. Bei 250 gibt es 100k Pack. Und das werden wir jetzt öffnen. Es ist ja auch das neue Event draußen. Vielleicht haben wir Glück auf dem Account und gönnen jetzt was richtig Geiles. Vor allem bei 100k Pack kommt schon ein Walkout oder ein Double Walkout. Oder einfach eine Icon-Aufrede. Wir fangen erstmal damit an. Premium Goldspieler Pack. Brasilien, das könnte was werden. Rechter Flügel, Rafinha. Okay, Anthony ist auch nicht so verkehrt. Den könnten wir vielleicht sogar einbauen vielleicht für das Team. Ich meine, die sind ja untrade, die Karten, die jetzt kommen. Ansonsten haben wir noch Endika, die sind untrade, genau. Können wir aber auch für SBCs gebrauchen, alles super. Dann machen wir weiter mit dem 55k Pack. Ladies and Gentlemen. Wir bekommen einen Belgier, einen Lakaka 2.0. Und der vorhin, der war doch schon, war der untrade? Nein, der war nicht untrade. 84er, Romelu, Lukaku, Jorginho, Ansu Fati. Das ist sehr big, Leute. 14, da schiebt ihr mal Münzen. Der kostet 8.700 Coins. Und das Geile ist, aus denen können wir dieses Evolutions-Ding machen. Also Ansu Fati im Verein zu haben, ist schon mal big. Und jetzt das 100k Pack. Ey, ich habe bis jetzt erst eins davon geöffnet auf meinem Account. Ich habe das bei mir noch nicht freigespielt, diese 250 Tore. Gönn. Digga, einfach kein Walkout, glaube ich. ZTM, Brasilien. Wir wurden einfach vom Fabinho. So. Ey, ich bin ja auf nicht in meinem Account. Hier muss noch ein bisschen mehr Packluck geben. Und nicht ein Fabinho, Mann. Aber wir beruhigen uns. Dahinter kommt Overpowered. OP-Spieler. Das sieht mir nicht nach OP aus. Das sieht mir nach einer schwierigen Situation aus. Schwierig. Okay. Egal, wir können mitarbeiten. Wir werden damit arbeiten müssen. Ich habe bei Footbin geguckt und dort steht Cheapest by Rating. Das heißt, nach Rating die günstigsten Spieler, die kosten 19k, 89k. Und diese Dame kostet 25k, 26k. Nee, die kostet sogar 33.000 Münzen sofort kauf. Aber Problem ist, die ist untrade. Egal. Wir werden sie für eine SBC benutzen. Und das ist das nächste Ding, was wir machen wollen. Ich werde versuchen, für unseren Bre, der uns schon immer lange supportet, diesen KDB freizuspielen. 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot. Dann bauen wir noch ein geiles Team. Wir werden noch in Foot Draft reingehen. Alles geben, um die Draft Rewards zu holen. Und dann, wenn wir noch Zeit haben, machen wir noch SBCs. Und vor allem, wenn wir noch ein paar Spieler im Verein haben. Es ist jetzt 19 Uhr. Ich habe die erste SBC schon mal vorbereitet für KD. Wie ihr seht, alles ist eigentlich untrade im Verein. 2 High-Rate muss ich kaufen. Einmal die Hegerberger für 20.000. Dann habe ich noch die Oberdorf geholt, 8.800. Und die Pajor. Also wir haben 40k Coins ausgegeben für die erste SBC. Haben wir aber vorhin quasi gezogen. Und das ist schon mal gut. Haben wir eins schon mal abgeschlossen. Fehlt noch das 86er-Team. Wir bekommen ein seltenes Spielerpack. Ja, komm, skippen wir. Ist nicht so interessant. Spanischer Spieler. Okay, Busquets wieder gut für SBC. Ben Yedda ist tauschbar. Schau mal, mit Ben Yedda haben wir wieder 8.000 Coins auf Trocken gemacht. Ab und zu Trocken am Start, meine Freunde, mit einem weiteren Gameplay-Commentary. 8.300 Münzen mitnehmen. Dann schauen wir uns den 19 Uhr-Content an. Was gekommen? Madison als POTM. Das ist geil. Spieler des Monats, Madison Beer. 86er Rating. Hat plus 2 bekommen. Und wenn man das jetzt mit seiner anderen Karte vergleicht, mit der Goldkarte, dann hat Madison plus 4 Tempo, plus 3 Schießen, plus 2 Passen, plus 2 Dribbling, plus 3 Defense und plus 3 Physis. Ist ein gutes Upgrade. 4 Sterne hatte der davor schon. Und sein Trade ist ruhender Ball. Krass, okay. Das ist sehr, sehr geil. Was er noch als Trade weiter passt. Wir könnten uns überlegen, den auch zu machen, ins Team einzubauen. Das wäre schon knackig, Mann. Das wäre ein richtig guter Zehner, Freunde. Was muss man aber dafür abschließen? 83er und 85er Team. Diese SBC werden wir eventuell auch machen. Wir merken uns den mal. Madison ins Team packen. Und genau, sonst haben wir alles. Bast. Geiler Content schon mal von EA. POTM, der erste in EAC überhaupt. Und jetzt gehen wir in den Shop rein. Jetzt wird geshoppt, Ladies and Gentlemen. Promo-Packs. Okay, wir haben nochmal 3 von denen. Let's go. Wir gehen rein. 3 von diesen Bauerpacks. Da muss irgendwas Geiles nochmal kommen, damit wir den Verein ein bisschen auffüllen. 82er, damit können wir nicht so viel anfangen. Verkaufen können wir da eigentlich auch nicht viel. Vielleicht den Lümmel. Ja, den kann man für 700 Münzen draufstellen. Machen wir ein bisschen mehr. Dann geht's weiter rein ins nächste Päckchen. Kein Walkie-Talkie. Italiener schon wieder. Komm, gib mir wenigstens so 84er Rating oder so. Kovacic, bodenloses Tempo bekommen dieses Jahr. Der wurde hart gescampt. Mancini, Jakobsson. Kovacic geht für 900 Coins.
mitnehmen. Und sonst haben wir leider nichts, was wir verkaufen können. Vielleicht den Yuri, der geht für 800. Weg damit und abstoßen, 4000 Coins in der Tasche. Okay, jetzt wenn wir die restlichen Coins hier rausballern, Premium Gold Profis Pack. Das ist, glaube ich, einfach nur ein 15k Pack, müsste das sein. Und Frankreich, haben wir schon wieder Back-to-Back. Wir haben Back-to-Back die gleiche Dame. Was ist denn das? Kruzifixion, mal yay. Aber ist gut. 4000 Coins. Jedes Pack quasi 4000 Coins ist geil. Das sind sogar nur Spieler. Ich glaube, das ist ein 25k Pack. Doch, es ist ein 25k Pack. Was laber ich mit 15.000? England. Linksverteidiger. Luke Nichtschor. Boah, die haben wir gerade gezogen. Feller kostet auch nochmal ja, knapp 3000 Münzen. Das füllt das Konto auch ein bisschen auf. Und sonst wieder abstoßen. 3,6. Wir haben leider echt nur Discard-Packs gehabt, eigentlich im Endeffekt. Ein paar kleine Spieler geholt. Und das ist das Letzte, was zur Verfügung steht. Es wird ein Argentinier. Und es wird nichts Interessantes, glaube ich. Lamela. Shawdy. Shawdy ist so heiß und sucht Liebe überall. Und wir haben Hakim Ziyech. Stoßen wir alles ab. Emerson Royal hätten wir wahrscheinlich noch verkaufen können für ein paar Kröten. Aber 65k auf der Uhr. Noch 3200 FIFA Points. Damit werden wir noch gute Sachen anfangen können. Wir gehen auf die Transferliste. Ein bisschen was ist verkauft. Aber nicht alles, Leute. Das ist alles noch da. Und damit werden wir wahrscheinlich so 80.000 Münzen voll machen ungefähr. Das ist schon mal gut. Wir arbeiten uns Step by Step einfach hoch. Haben Verein ein bisschen voll gefüllt. Und jetzt geht's ans eingemachte KDB abschließen. Damit wir nicht zu viele Coins ausgeben, habe ich jetzt auf kurz und knackig wirklich 3 Spieler snipen müssen. Man braucht einen City-Spieler, das Rodri drin. Wir haben die Hegerberg auch nochmal gesniped und Casemiro. Alle für unter 19.000 Coins. Normalerweise kosten die 20.000 Coins. Wir versuchen das Beste herauszuholen. Es ist aber nicht ganz so einfach. Jimenez geben wir auch ab. Alle dürfen gehen. Und damit haben wir den ersten großen Meilenstein geschafft auf seinem Account. Eine sehr teure SBC für den Start. 180k kostet die ungefähr. Kevin De Bruyne, willkommen bei Josip im Verein. Unser Zuschauer, schon seit langer Zeit unser Supporter, bekommt KDB, Leute. KDB is playing for Tabaks Team. Und der hat einen sehr wichtigen Trade. Schaut euch dieses Ding an. Das Design finde ich böse geil. Erstmal von der Karte, Flashback-Design 10 von 10. Und mit den ganzen im Hintergrund sieht echt fresh aus. Hey, du bist kein alter Mann, Mann. Verrück dich mal, Cowboy. Oh, ja, okay. Er kann ein Salto machen. Ein Putzelbäumchen. Und guckt euch das Ganze mal an. Hier, entscheidender Pass. Der spielt die Bälle immer so richtig hart. Egal, ob es ein normaler Pass ist. Die kommen immer perfekt an. 4 Sterne, 4 Sterne. 91 passen, 83 Dribbling. Sieht top aus. Sogar 70 Defense. Mitnehmen. Es ist sogar seine Bremer-Karte quasi. Mehr oder weniger. Jetzt kommt ein Walkout, Frankreich. Frankreich Walkout. 88er Renard. Wir ziehen jetzt nochmal die letzten Points runter. Hier auch ist auch ganz cool. Ein super Spieler in Real Life. Und die werden wir auch gebrauchen. Die ist zwar absolut SBC-Futter, aber Madison Square Garden kommt in Verein. Und jetzt auch noch ein Stones. Die gönnen viel besser die Packs als die zuvor. Und Stones könnten wir sogar spielen. Ich habe eine Idee, Leute, was wir machen. Wegen dem Team. Ich habe natürlich schon Gedanken gemacht. Das wird ein geiles Team für den Start. Ich sag's euch so, wie es ist. Alter, Shadow kostet jetzt schon 3000 Coins fast. Das ist big. Da habe ich auf meinem Main-Account auch einige. Die nehmen wir auch mit, die Coins. Wichtig und richtig. 3000 Münzen am Anfang sind Gold wert. Okay, komm. Jetzt haben wir Hegerberg gesniped für 18.500 Coins. Das Team steht. Die einzige, die gut ist, aber die ist untrade, ist diese Dame. Die kostet 10.000 Coins. Die braucht aber nicht. Deswegen können wir das bedenklich, unbedenklich abgeben. So ist es richtig. Also, wir geben die SBC ab und jetzt würde ich sagen, herzlich willkommen zum ersten POTM in FC 24 und das ist James Madison. Jetzt bin ich sehr auf die Animation gespannt. EA, lass es bitte gut aussehen. Spieler des Monats ist immer geil. Tottenham, ZOM, Tottenham hat so einen guten Monat gehabt. Jetzt spielen sie morgen gegen Arsenal, also wenn ihr das Video seht heute. Und das sieht schon auch brutal nice aus. Madison, wirklich sehr, sehr gut spielbar. Transferliste wurde auch einiges verkauft. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ihr seht, jeden Spieler, der ein bisschen was wert ist, habe ich verkauft, selbst wenn es 700 Coins sind. Shadow ist weg, Catalyst, Engine, ein Silberspieler habe ich auch weggeschmissen. Bust! Und was ist hier, was liegt hier noch alles rum? Ich würde sagen, es sind schon nochmal ein paar Coins, mit denen wir arbeiten können. Hier nochmal 2000 mitnehmen, haben wir 40k. Wenn wir das alles verkaufen, sind wir bei rund 55.000 Münzen wahrscheinlich. Wir haben auf dem Account, Freunde, noch 50 Euro aufgeladen, weil ich habe noch ein paar Ziele gehabt. Am Ende seht ihr das Team. Wir haben Reiten gezogen, Kroos gezogen, Stones haben wir verkauft, den wir auch vorhin gezogen hatten. Ake, Naki Williams. Das war alles noch in 50 Euro quasi drin. Ja, Benjada ist immer noch nicht weggegangen. Es sind ein paar Stunden später.
Und jetzt haben wir noch 400 FIFA-Points auf der Uhr, 44.000 Coins. Es gibt noch ein Spiel, den wir uns unbedingt kaufen wollen. Der ist aber voll gestiegen vom Preis. Und den versuchen wir uns jetzt zu snacken. Wir gehen in einen Draft rein. Okay, komm, Chat, Foot Draft. Wir wollen jetzt kurz Foot Draft ohne Musik. Okay, komm. Ah, geil. Wir haben sogar einen Token. Das heißt, wir sparen uns die 400 Points. Da können wir nochmal zwei Päckchen aufmachen. Das ist gut. Wir machen aber eine Speedy Gonzales-Folge. Und zwar will ich einfach nur ein chilliges Team bauen, um damit das maximal rauszuholen. Wir müssen versuchen zu gewinnen. Deswegen gehen wir mit... Boah, Salah oder Ronaldo? Wir gehen mit Salah. Salah ist besser. Salah in Form übrigens sehr gut. Die Demo links, Adeyemi, sehr gut. Dann können wir versuchen, ein bisschen in die Bundesliga zu gehen. Zu einer Emre Can würde schmecken. Okay, Premier League ist nichts. Dafür haben wir hier einen ganz guten Link zu Morata. Und weitermachen, Meter machen. Schon wieder, okay, Premier League haben wir hier. Entweder ich gehe mit den Spaniern oder wir machen weiter mit Salah. Wir gehen mit Groß. Ist mittlerweile Nationalspieler. Dann Linksverteidigung. Mondi, sehr, sehr gut. Mit dem Mondi habe ich noch gar nicht gespielt in dem FIFA. Und Rechtsverteidigung Hector Bellerin. Wichtig und richtig. Ich weiß gar nicht warum, aber ich nehme meistens nicht die Frauen im Footdraft. Die haben mich schon ein paar Mal gebrochen. Dann Karim Adeyemi Link. Innenverteidigung ein bisschen stärker, Jungs. Was ist das für eine Innenverteidigung? Die wird bodenlos auseinandergenommen. Das ist unser Footdraft-Team. Wir haben es zu Ende gebaut. Ist sehr, sehr vernünftig. Und jetzt ein Win holen, 100k-Pack oder 50k-Pack mitnehmen. Yalla. Chat, wir gehen da rein. Wir haben im Footdraft leider im Halbfinale 6-4 Verlängerung verloren. 4-1 geführt. Passiert dem Besten. Mal schauen, was es für Rewards gibt. Und wir gucken uns das an. Wir holen uns die ab. Wir bekommen Jumbo Primo Gold Pack und Gold. Also Primo Gold Pack. Okay. Nehmen wir einfach mal mit. Ist nicht so geil. Halbfinale raus ist bitter. Finale hätte man dann safe ganz okay Rewards gehabt. Wir bekommen hier nochmal einen Brasilianer Rechtsverteidiger. Das ist nix. Das ist Dodo oder wie der heißt. Okay. Luke Baka, Dodo. Können wir alles wegmachen. Bis auf Enka gibt 1-4. Das war's auch schon wieder. Okay, 4.000 Coins plus noch 1.000 Coins. Damit haben wir ein bisschen Meter gemacht, so 6.000. Und jetzt haben wir Argentinien, ZTM, nix so krasses. Okidoki. Jetzt stoßen wir die einfach mal ab. Warte, bringt der ein bisschen was? 700 Münzen, 650. Good. Dann schauen wir uns an, wie viele Coins haben wir overall. Ich zeige euch jetzt auch das Team, was wir gebaut haben. Erstmal haben wir noch 400 FIFA Points. Die werden wir auch verziehen. Okay. Die letzten zwei Packer. Kommen wir mir jetzt 2.000 pro Pack nochmal machen? Das wäre super. Das war Peru, glaube ich, die Flagge, oder? Hawk ist auch nochmal gut. Machen wir mal für 600 Münzen drauf. Okay, haben wir damit 2-4 gemacht mit dem Pack. Und ich glaube, das haut sogar hin. Oh mein Gott, ich glaube, wir schaffen es sogar. Oh mein Gott, ich zeige euch jetzt das Team, was wir für unseren Bre quasi gebaut haben. Dead Eye, machen wir einfach weg. 1600 Coins. Boah, das wird aber so auf den Millimeter genau quasi. Wir gehen auf Transfers. Transferliste. Das haben wir alles verkauft. Ist Ben Yedda eigentlich schon weg? Ben Yedda ist nicht weg. Den machen wir mal richtig günstig einfach. Der soll einfach kurz weggehen. Okay, der ist weg. Okay. Wir haben 64.000 Coins. Alles ist weg. Wir haben komplett den Verein leer gemacht. Und ich habe ein Team gebaut. Das kostet 430.000 Münzen. Das ist das finale Team. Vergleicht es mit dem Team vorher, wie es aussah. Und jetzt, das ist knackig. Wir kaufen von sie jetzt noch. Es haut halt ganz genau hin. Das war noch so ein Wunschtransfer. Den können wir noch ein bisschen billiger holen. Für 58.000 Münzen. Es ist eine Punktlandung mit Enka. Perfekt. Und damit ist das Team fertig. Wir haben im Sturm Doku. Karim Adeyemi hat auch 33.000 Coins gekostet. Habe ich bei Footdraft gespielt. Der ist richtig overpowered. KDB. Emre Can. 12.000 Münzen. Pope kostet auch 12.000. Joshko Guardiol 23.000. Madison hat so 40.000 knapp gekostet. Die SBC. Davis 60.000. Hummels 20.000. Und mit dem Team kann der Mann auch in die Weekend gehen. Ich würde sagen, das ist stabil. Für 24 Stunden Account übernehmen. Kann man machen. Und ich würde sagen, Leute, falls ihr das auch machen wollt, mir einfach auf Instagram schreiben. Dann können wir das machen. Und ansonsten danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's rein und ciao, ciao.